Und dann kommt Techno. Der monotone Dance-Sound schwappt 1990 nach Deutschland. Berlin und Frankfurt werden zu den Hauptstädten der deutschen Techno-Bewegung. Die Berliner feiern in leeren Bunkern und Kellern im Ostteil der Stadt. Legendäre Techno-Clubs entstehen wie der Tresor im ehemaligen Tresorraum eines Kaufhauses am Potsdamer Platz. Hinter meterdicken Stahltüren und Gittern wird der neue harte Sound gefeiert. In der Bankenstadt Frankfurt gibt es keine unentdeckten Keller. Hier nistet sich Techno in einem Parkhaus ein. Sven Feeth, Michael Münzing und Matthias Martinson übernehmen den schmucklosen Parkhaus-Club. Sie nennen ihn Omen und setzen konsequent auf Techno. Das ist auch ein bisschen so, was den Ruf des Ladens auch irgendwo begründet hat. Dass es einfach einer der allerersten Läden in Deutschland waren, die wirklich Techno gespielt haben. Die auch konsequent gesagt haben, so, wir machen das jetzt. Ja. Ich erinnere mich gerne an die Zeit im Ohm. Also ich war da einer der Gegner des Technos. Ich fand es meiner Generation, habe gesagt, wenn diese Scheiße, ich kann es nicht hören, Horror, lass uns lieber mal schön was anderes spielen. Und Sven hat sich dann natürlich auch entsprechend durchgesetzt und eingesetzt, weil er es wirklich gelebt hat. Und der Erfolg hat ihm dann recht gegeben. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich am Anfang, wie das mit dem Techno los war, einer war, der ihn da unterstützt hat, sondern eher im Gegenteil. Also ich kann sagen, das Besondere an der Nacht im Omen ist die Atmosphäre und die Leute kommen nur wirklich hierher wegen der Musik, weil sie tanzen wollen und nicht zeigen wollen, was sie für Uhren tragen und was sie für eine Klamotte anhaben. Sie kommen hierher, weil sie wegen der Musik, wegen dem Tanzen und das gibt eine ganz besondere Atmosphäre. Das war ein Tanztempel, ja? Hier wurde getanzt, geschwitzt auf dem extremsten Level. Ja? Bis zu 50 Grad hatten wir teilweise. Und ich stand da auch teilweise immer im Saft. Man konnte schon kein Feuerzeug mehr anbekommen, weil zu wenig Sauerstoff im Laden war. Und ich mit Sauerstoffflasche gearbeitet habe und mit Atemgerät. Und die Leute wurden bewusstlos rausgetragen. Und es ging trotzdem weiter. Sind die Leute rausgetragen worden, haben hier draußen eine halbe Stunde Luft geschnappt und sind wieder rein. Das Omen ist von Anfang an Svens Laden. Er liegt hier jeden Freitag auf, meist die ganze Nacht bis weit in den Samstagmorgen hinein. Sven ist der Zeremonienmeister hinter den Turntables. Er gilt als Techno-Guru und digitaler Schamane. Seine langen Sets haben eine ganz besondere Wirkung. Das ist so eine Art Odyssee, wo wenn man früh kommt, steigt man früh ein und seine Sets sind ja besonders lang, teilweise bis zu 10 Stunden und länger und wenn man dabei bleibt, empfindet man das auch. Also das ist schon so eine Art Hypnose, Massenhypnose, wenn viele Leute da sind. Jeder gute DJ nimmt seine Zuhörer an die Hand und lässt sie vergessen, wer sie sind und was sie sind. Du nimmst sie mit auf eine Reise für 2 Stunden, 8 Stunden oder in Svens Fall für 24 Stunden. Alle guten DJs sind Schamanen, wir sind Prediger, wir bringen Leute in einen bestimmten Groove und nehmen sie mit. Just locking people into a certain idea, a certain groove and just going with it. Schon so ein bisschen ab und zu mal so der Dirigent von da oben, wenn du weißt, so jetzt hast du sie, ja. Und jetzt kannst du eigentlich machen, was du willst hier mit dem. Du kannst sie leiten, die sind ja jetzt, bei dir, sie sind bereit, ja. Und dann liegt es eigentlich an dir, das ganze Ding irgendwie positiv irgendwie umzusetzen und so ein Machtgefühl, ja sicherlich, ich meine, wenn du auf einmal was auflegst oder schreist, dann alles schreit und tobt, dann wow, das ist schon ein gutes Gefühl, ja. Das macht irgendwie süchtig.
Wie in den frühen 80ern reicht Sven das DJ-Dasein alleine nicht aus. Auch Anfang der 90er beginnt er wieder Musik zu produzieren. Die Parameter sind diesmal allerdings anders. Im Studio entsteht kein Pop, sondern kompromissloser Techno-Sound. Sven ist nicht mehr der Clown, sondern ernsthafter Co-Produzent. Und dann habe ich eigentlich quasi immer von vorne angefangen. Mir gesagt, ich brauche jetzt eigentlich keine große Plattenfirma. Ich mache das jetzt alles selbst mit eigenem Label. Und dann haben wir angefangen mit IQ. Das hat dann auch nicht lange gedauert. Es wurde noch schon recht erfolgreich in den Clubs, dass dann Ende 91 dann Hardhouse entstanden ist und dann noch das Ambient-Label Recycle or Die. Ja, und dann war ich da schon wieder voll busy. Genau. Nach einigen Jahren Erfolg in den Clubs wird Svens 1995er Album The Harlequin, The Robot and The Ballet Dancer ein Flop. Zu überladen, zu kopflastig, ein theoretisches Konzeptalbum, so schimpft die Kritik. Und hat damit nicht ganz Unrecht. Svens Platten erreichen selten die Intensität und die Magie seiner DJ-Sets. Es gelingt ihm nicht, den Spirit seiner Trance-Nächte auf Vinyl zu bannen, obwohl er alle Tracks immer vor Veröffentlichung auf Clubtauglichkeit testet. Wir sind ins Studio, haben unsere Tracks produziert und sind dann ins Omen, hatten die Tracks quasi auf DAT, haben die im Omen als allererstes angetestet. Ist die Bassdrum laut genug? Kommt der Break richtig? Und danach, nachdem wir es gespielt haben, haben wir gesagt, oh, wir müssen nochmal ins Studio, wir müssen da nochmal was verändern. Oder das war genau richtig, so lassen wir es. Er hat einfach super Partys gemacht und ich hätte es natürlich gut gefunden, wenn er diese Intensität auf CD gebrannt hätte und die Leuten weitergegeben hätte, weil er sowas nie gemacht hatte. Weil bei den Kompositionen oft auch andere mit dabei saßen im Studio und das zusammen entwickelt haben. Außerhalb der Clubs ist Sven als Musiker in den 90ern nur einmal erfolgreich. Das transige Popstück La Esperanza landet immerhin im Mittelfeld der deutschen Charts. Svens lange Indienreisen haben ihn zu dem ruhigen, fast meditativen Stück inspiriert. 1991 verbrachte er erstmals einen Winter dort.